Willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Die Formel 1 ist diese Woche in Kanada. Deswegen wird es auch passend dazu eine Hotlap geben, wo ich euch jeden Winkel von dieser Strecke erklären werde. Diesmal gucken wir mal auf die Statistiken bzw. die Randdaten. Montreal wurde 1978 das erste Mal gefahren. Valtteri Bottas hält das im Jahr 2019 eine 1:13:0, 14 Kurven, 6 links und 8 rechts. Die meisten Siege haben Lewis Hamilton und Michael Schumacher mit jeweils 7 und eine Runde hat hier nur 4,361 Kilometer. Das sind also so ein bisschen diese Daten, aber natürlich viel, viel spannender wird der Kampf hier sein um die Positionierungen Platz 1 bis Platz 3. 3 DRS-Zonen wird es geben und ja, eine sehr flache Strecke, das die künstlich angelegte Insel liegt mitten im Lorenzstrom und ich freue mich wirklich immer wieder, denn Kanada ist wirklich eine Mutprobe. Hier mit der bekanntesten Kurve überhaupt, der Wall of Champions, geht es mal los. Ihr könnt oben direkt gucken, welche Zeit wir gefahren haben. Es geht los in meine schnelle Runde rein. Turn 1 kannst du wirklich spät bremsen, den Curb sehr hart nehmen. Da gibt es wirklich ein paar Linien in Turn 2. Ich habe mich für ein bisschen mehr Schwung entschieden, während wir uns hier noch einmal die Replay angucken. Also wirklich ein sehr schnelles Umsetzen. Auch beim Start ist das natürlich eine mega Attraktion, gerade Turn 1 ist hier tatsächlich sehr, sehr interesting und dann geht es Richtung Turn 3, 4. Da hatte Sebastian Vettel und Lewis Hamilton mal einen Konflikt. Ich glaube 2018 war das Ganze. Da kommst du auch wieder verdammt nah an die Mauer dran. Hier rechts den Körper ordentlich schneiden, dann links eher nur küssen. Dann geht es hier in Turn 5 Full Speed Richtung Turn 6. Das ist wirklich schwierig, den Körper da würde ich wirklich fett überfahren, rechts aber eher nicht berühren. Beim Rausbeschleunigen natürlich den gesamten Schwung mitnehmen, den man hier so sammeln kann. Und der Exit ist natürlich verdammt wichtig, denn es folgt hier die nächste DRS-Zone, die natürlich auch hier wieder echt wichtig ist. Es ist eine High-Speed-Strecke, aber das natürlich so ein bisschen im Gewand einer Stadt-Grand Prix, also wo ähnelt es dann eher einer Strecke wie Aserbaidschan. Jetzt geht es zu einer sehr schwierigen Kurve, Turn 8, 9. Die Schikane ist wirklich echt, die darf man nicht unterschätzen. Links gibt es dieses Jahr das erste Mal neu Gras, keinen Asphalt mehr, aber auch generell Track Limits sind hier ganz, ganz easy, kannst du dir die einfahren, rechts den Körper schneiden, beim Links kann man mehr drüber fahren, muss man jetzt nicht. Hier hatte Sergio Perez auch mal einen Moment, wo er dann nachher im Dschungel gegangen ist. Die Haarnadelkurve, ja, ihr erinnert doch alle noch an die Kameraperspektive, jetzt hier kannst du wirklich spät bremsen, aber wie auch bei den anderen Kurven, dieser Exit, vor allem natürlich auch, wer schneller die Gänge durchdrücken kann und schneller im sechsten bzw. Topspeed ist, hat hier die besten Karten. Turn 11 geht es dann eigentlich, ja, ist nur dieser Linksknick. Und natürlich gibt es auch bei der Haarnadelkurve diese horrormäßigen Bilder aus 2007, wo Robert Kubica ja seinen wirklich krassen Horrorunfall hatte. Es geht in die letzte Kurve rein, ähnlich wie Bastop rechts, nur nicht die Wall of Champions zum Opfer fallen und dann war es das schon. Hier siehst du wirklich wie nah man, man könnte noch näher an die Mauer dran, aber ich persönlich finde, das war okay. Wir sind hier durch mit einer Runde in Montreal. Es war eine 1:09:05. Ich bin sehr zufrieden damit. Und ja, wie gesagt, es ist diese Woche Kanada angesagt und viele von euch fragen sich vermutlich, wie die Predictions so sind. Und ja, es ist gar nicht so einfach, denn wir haben einen Fight zwischen Ferrari, McLaren und Red Bull. Wobei natürlich letztere vermutlich die ja, Favoriten sind, aber es gibt viele Favoriten auf dieser Strecke. Mein persönlicher Favorit ist dieses Wochenende tatsächlich das McLaren-Team. Wir hatten ähnliche Bedingungen in Miami, aber natürlich auch in Imola und da war wirklich ja, McLaren sehr, sehr stark. Es wird aber auch regnen, das heißt, es kommt auch wieder auf diesen Faktor an, nur keine Fehler zu machen, da wäre Max wieder ganz da. Gut, auf meinem dritten Platz sehe ich eindeutig Charles Leclerc. Ich glaube, der hat da vorne nicht viel mitzusprechen, denn das, die Top 3 oder sagen wir mal den Sieg machen sich diese beiden aus. Also Leclerc auf 3 auf dem zweiten Platz. Ich gehe mal davon aus, dass es regnen wird, denn davon muss man eigentlich ausgehen. Da sehe ich Lando Norris, denn er ist ein wirklich begnadeter Regenfahrer. Und auf 1 sehe ich Max Verstappen, der wird nach dem echt ernüchternden Rennen in Monte Carlo diesmal zurückschlagen und wird es... Ja, der wird es reißen. Ich denke mal wirklich, dass der den Sieg holen wird. Also Charles Leclerc, Lando Norris und Max Verstappen. Wie sehen eure Predictions so aus? Lasst es mich gern in den Kommentaren wissen. Eins ist sicher, das Rennen wird alles andere als einfach. Und wir dürfen auch einen Lewis Hamilton
und einen Fernando Alonso unter solchen Bedingungen nicht unterschätzen. Also ich bin echt bereit für Überraschungen. Überrascht mich, Jungs, denn das kann echt sehr spannend werden. Für heute soll es das auch mal gewesen sein. Schaut gerne auf Instagram IT-Gaming vorbei, aber auch gern auf it-tobi auf TikTok. Links immer alle unten in der Bio. Abonniert gerne kostenlos den Channel, lasst ein Däumchen rum da. Mega Season sollte auch noch später kommen. Und bis dahin, danke fürs Zugucken und ciao.